Hallo, ihr Viking, und damit recht herzlich willkommen auf meinem Roasting-Kanal und zu einem weiteren Roasting-Geschmackstest. Ihr habt ja schon gesehen, um was es heute geht, im Thumbnail. Und zwar passend zur Wiesenzeit oder was weiß ich, wo ich das aufnehme, gab es im Penny vom Almtaler das Weißwurst-Menü. I love Weißwurst, ihr auch. Mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich liebe Weißwürstel über alles, weil der Geschmack ist einzigartig und die Größe gerade so zum Absnacken. Hat gekostet 2,29 Euro, glaube ich, sind 480 Gramm drin und pro 100 Gramm nur lächerliche 111 Kilokalorien. Oder so wenig. Dann gucken wir mal rein in die Schachtel, ne? In die bayerische Überraschungsbox hier, ne? Habt ihr das schon probiert, habe ich schon gefragt, ne? Appetitlich sieht es mal nicht aus, ne? Krankenhausfood, ne? Aber jo! Dann machen wir das mal schnell hier in der Microwave, oder? Ich bin ja mal gespannt, ja. Wie ein Blitzebogen. Das ist Sauerkraut. Oh, das kleine Fach ist Sauerkraut. Da hätten sie ruhig ein bisschen mehr davon geben können. Mögt ihr Sauerkraut und Weißwurst und Kartoffelpüree? Schreibt in die Kommentare, Leute, dass hier kein Morgen mehr gibt hier. Also ich liebe alles. Ich liebe alles. Jegliche Zubereitungsform von Kartoffeln. Ob als Bratkartoffel, Salzkartoffel, Püree, Pommes bin ich nicht so der Freund davon. Kroketten, Kartoffelpuffer, Rösti, als Gratin. Ich liebe Sauerkraut über alles. Ich liebe sowieso jedes Kraut und Kohl und hast du nicht gesehen. Und vor allem halt die Leberwürstels. Weißwurst in Senfsoße, muss man noch dazu sagen. In Senfsoße. Also man kriegt nicht extra hier noch das süße Senf hier mit Hütchen, sondern der schwimmt sozusagen in der Senfsoße. Ob das schmeckt, I don't know. Vor allem bin ich gespannt, wie viel 100 Weißwürste da drin sind und Besen schmeckt nicht schön nach Majoran und so. Dann bin ich enttäuscht. Aber ich sag's nur schon mal vorher, ne? Bist du schon warm? Er ist noch nicht warm. Können wir mal einen Schluck trinken, oder? Geht jemand von euch aufs Oktoberfest oder wenn das Video rauskommt, ich weiß nicht wann es kommt, irgendwann Mitte September glaube ich, oder nein, Mitte Oktober sogar, wird das Video erst rauskommen. Wart ihr da auf dem Oktoberfest oder geht hin? Schreibt doch mal in die Kommentare, weil ich selber war persönlich noch nie auf dem Oktoberfest. In 53 Jahren bin ich da hingekommen. Weil irgendwie juckt mich das auch nicht. Habe ich absolut kein Verlangen danach. Und Alkohol trinke ich sowieso keiner. Was will ich dann auf der Wiesn, oder? Und Girls abschleppen will ich auch nicht. Also, da bleibt man da brav zu Hause, ne? Weil nur daheim sterben Leute. Also, Optik schon mal eine 6. Ich sehe ein Würstel da drin. Ein einziges Würstel. Ich probiere mal da die Soße. Es ist immerhin eine süßliche Senfsoße mit einem leichten Schärfetouch. Also nicht so eine klassische reine süße Senfsoße, sondern es ist auch noch ein bisschen bumsi dahinter. Ich kann euch das jetzt schlechter hochheben, weil ansonsten flutscht man da die Senfsoße raus. Das Kraut, das ist halt auch schon. Sieht auch aus wie schon mal gegessen und durchgewürgt, ne? Das ist eher so ein Brei,
Ziemlich sauer, fehlt eindeutig Salz. Der Kartoffelpüree ist halt hier, man sieht so, ne, eine Spachtelmasse. Der typische Fertiggericht Kartoffelpüree-Geschmack. Wer das schon mal gegessen hat, weiß, was ich meine. Und dann hier ein Würfel. Da ist ein Würfel drin. Oi, eins. Eins. Ah ja, Weißwurstmenü, eine Weißwurst. Ich lache mich tot. Aber die Größe ist Standard, wenigstens die passt. Und ist nicht so ein Zwerg. Diese Senfsoße ist im Vergleich zu allem anderen sehr angenehm. Jetzt hier mal hier das Weißwürstel. Man sieht hier leichte Kräuter drin. Die Konsistenz von dem Würstel ist zum Davonlaufen. Da ist kein Knack und kein Back mehr dahinter. Das ist so weich und schlabberig. Der Geschmack kommt einer Weißwurst schon nah. Also es kommt schon mal ran an der Weißwurst. Man schmeckt die Kräuter, aber die Konsistenz, Leute, das ist. So richtig. Es wird so richtig wie ein Brei dann im Mund. Naja. Aber was willst du erwarten für 2,29 €, oder? Für zwei Würstel und nicht so ein Fenster-Spachtel-Kit hier als Kartoffelpüree. Wo auch überall noch Salz fehlt. Ich schmeiß mal, das war schon das Würstel, ne? Leute. Ich schmeiß mal das Kartoffel, das Sauerkraut da rein. Damit dieser extreme saure Geschmack mal verschwindet. Also man kann ja auch Sauerkraut ein bisschen besser machen. Vor allem Salz. Salz, Leute. Aber das Kartoffelpüree, das ist doch kein Püree, das ist ein Fensterkitt. Spachtelmasse. Naja. Wie heißt es schön? Für das Format mache ich alles, aber nur einmal und nie wieder. Nee. Es gibt das Ganze noch als Leberkäse-Menü. Auch mit Sauerkraut, Kartoffelpüree. Da wollte ich eigentlich auch schon mitnehmen, aber Gott sei Dank habe ich das nicht mitgenommen. Ich habe gedacht, eins langt mal. Oh, leck mir an den Kopf her. Nee, oh, ey, Leute, das ist ein Klumpe. Ein Klumpe, Fensterkitt, Spachtelmasse, Moltophil, was weiß ich. Nee, du. Aber wenn es auf der Wiesn genauso schmeckt, darum, da bin ich froh, dass ich da nicht hingegangen bin. Holy Chicken hier. Also damit kannst du ja, wenn du ein Loch in die Zähne hast, kannst du ja das als Füllmaterial nehmen oder Fenster abdichten oder so. Na, no, das macht keinen Spaß zu essen. Ich brauche einen Löffel. So wird das nichts mehr machbar, ich sag's euch. Nui. Aber wir schmeißen ja nichts weg. Wir lassen nichts verkommen. Das säuerliche, also arg saure Sauerkraut, wo schon so schmeckt, als ob es um wäre, ne? Umgekippt, ne? Kein bisschen Salz. Sag die diese möchte gern Senfsoße da. Die ist noch das Highlight.
Und die ist jetzt auch nicht so überragend, ne? Aber das kann man wenigstens noch schlürfen. Meine Fresse. Also das ist schon hier, geht nah ran an die Körperverletzung. Ehrlich. Ich weiß nicht, die Leute testen das doch auch in ihren Labors. Nach Geschmack und alles. Und bringen das so trotzdem auf den Markt? Halten die einen für bescheuert oder? Ich weiß ja nicht. Ich würde mich schämen, sowas auf den Markt zu bringen. Also es ist schon langsame Qual. Aber es muss alles gegessen werden, Leute. Auch wenn es hart ist, ne? Aber für euch mache ich das halt gern. Ja, oder in dem Fall nicht so gern, ne? Es hat ja auch Geld gekostet. War das lecker. Ihr seht, Rostibärchen hat alles aufgegessen. Gott sei Dank. Holy Chicken, also ich habe schon viel Müll gegessen in diesen mittlerweile weit über 200 Geschmackstests, die ich gemacht habe. Aber das zählt so mit zu den schlechtesten, wo ich je geprobiert habe. Also wirklich. Gucken wir mal zur Punktevergabe für dieses Almtaler Weißwurst, isch mir übel Kübel Menü. Aus dem Pennymarkt für 2,29 € mit Kartoffelpüree und Sauerkraut und Senfsoße. Das eine ominöse möchte gern Würstel, wo auch nicht so der Bringer war. Von 10 möglichen rostigen Geschmackspunkten bekommt das von mir 0 Punkte. Wegsetzen. 6. Ab. Nee, das gibt's überhaupt nichts. Weder für den Preis noch für. Na, bah, 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 bah. Ich möchte jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen, außer vielen lieben Dank an euch, dass ihr das mitgemacht habt, hier euch angeschaut habt, dieses Video. Vielen Dank an meine Unterstützer, ohne die es ja gar nicht machbar und zu realisieren wäre. Und ansonsten, macht euch wenigstens selber was Leckeres zum Essen. Und wir sehen uns dann spätestens beim nächsten rostigen Geschmackstest, hoffe ich doch. Bis dahin. Ich ziehe die Lederhose wieder aus. Für mich ist Oktoberfest gelaufen. Nichts O-Zapfisch. Vierte mit den und. Thank you and goodbye, euer Rosti. Nichts wie Horm. Ciao. -i.